Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein Fragen-Antwort-Video. Ich hatte euch nochmal gefragt, dass ihr mir Fragen stellt. Ich habe es auch schon vor ein paar Wochen gemacht. Ich habe das auch aufgenommen, aber ja, die Aufnahmen waren nicht sehr gut. Und jetzt haben wir die neue Kamera. Jetzt werden die Aufnahmen meiner Meinung nach besser. Aber wir fangen dann mal direkt mit der ersten Frage hier an. Und ja, die erste Frage kommt von allen.cgn. Wie bist du darauf gekommen, einen YouTube-Kanal zu erstellen? Ich habe die Frage, glaube ich, schon mal beantwortet, ich bin mir nicht sicher. Aber ich mochte schon immer Videos zu drehen. Für die Leute unter euch, die es noch damals wissen. Ich hatte meinen alten Kanal, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Das ist jetzt der neue Kanal. Ja, ich mochte schon immer Videos zu drehen. Darum hatte ich auch irgendwann mal Bock, einen eigenen YouTube-Kanal aufzumachen. Ja, ja, darum habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht. Dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Okay, Leute, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Talha721. Er fragt, was ist deine Lieblingsserie? Ich hab mal dazu ein Video gemacht, aber dieses Video ist schon ein bisschen veraltet. Darum will ich das jetzt mal aktualisieren. Und zwar zurzeit ist immer noch, glaube ich, meine Top 1 Lieblingsserie Sherlock. Ich empfehle es einfach nur jedem. Die Serie ist einfach nur Hammer. Ja. Aber was ich auf jeden Fall übelst feiere, ist immer noch The Big Bang Theory. Ey, das sind so witzige Szenen, Leute. Das empfehle ich auch jedem zu gucken. Und zu dem Video wollte ich noch mal kurz was sagen. Ich werde auf jeden Fall noch dazu ein Update machen. Also es kommen noch weitere 5, also nicht weitere 5 Lieblingsserien, sondern ein ganz neues Video, also wie es zurzeit jetzt ist. Also das kann immer ab und zu kommen, dass sich meine Lieblingsserien ändern. Und ja, seid auf jeden Fall auf dieses Video gespannt. Das war's dann mit dieser Frage. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Okay, Leute, kommen wir dann mal zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von NS Akta Untenstrich. Er fragt, Freunde oder Geld? Auf jeden Fall entscheide ich mich dafür Freunde. Freunde sind's fürs Leben. Geld ist zum Ausgeben da, kannst du wieder bekommen. Ist halt zum Ausgeben da, ist nicht für immer. Und Freunde ist, denke ich, für immer. Darum entscheide ich mich auf jeden Fall für Freunde. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage so beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Anno-YX. Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen deinem Gaming-Kanal und deinem Vlog-Kanal, für welches würdest du dich entscheiden? Ich würde mich da für meinen Hauptkanal entscheiden, da ich einfach, keine Ahnung, Vlogs irgendwie besser finde. Also ich mag auch die Gaming-Videos, die ich zurzeit jetzt produziert habe und auch produzieren werde. Ich hoffe, meine Stimme immer gut. Aber ja, ich würde mich für meinen Hauptkanal entscheiden. Also noch ganz kurze Eigenwerbung. Schaut auf meinem Gaming-Kanal vorbei. Da habe ich jetzt auch wieder Videos gepostet. Also ja, ich hoffe, ich habe deine Frage gut beantwortet. Jetzt hat die Person 2 Fragen gestellt. Und zwar kommt die erste Frage von EM-597. Er hat gefragt, was willst du mit deinem YouTube-Kanal erreichen? Also was für Ziele hast du dir gesetzt? Also mein größtes Ziel ist eigentlich für diesen YouTube-Kanal, euch einfach zu unterhalten. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber das ist echt mein größtes Ziel, euch einfach zu unterhalten, dass euch die Videos Spaß machen. Und ja, dann macht es mir auch Spaß. Ich mag wirklich die Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Hier blende ich mal kurz ein paar ein. Die motivieren mich wirklich richtig, Videos zu drehen. Und die zweite Frage von ihm ist, hast du eine elektrische oder eine normale Zahnbürste? Ich habe eine normale Zahnbürste. Ja, ich hoffe, das war die Antwort, die du erwartet hast. Ja. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar die Frage kommt von Halil6132. Er hat ebenfalls 2 Fragen gestellt. Und zwar ist seine erste Frage, wenn du ein Gesetz erlassen könntest, was für ein Gesetz wäre das? Ich glaube, da würde ich dieses Gesetz, dass man zur Schule gehen muss, einfach erlassen. Ich habe keinen Bock auf die Schule, ganz ehrlich. Ja. Also diese Schulpflicht würde ich dann, glaube ich, erlassen. Und seine zweite Frage ist, was ist deine Lieblingsteufelsfrucht? Also das bezieht sich jetzt auf den Anime One Piece. Und wenn du eine essen würdest, könntest, welche würdest du essen und warum? Also ich würde die Frucht von Marco essen, also die Phönixfrucht, glaube ich, hieß die. Weil ich feiere die Frucht das ist einfach so geil, wie der sich einfach verwandeln kann. Ja, ich würde die Frucht essen und ja. Das war's dann mit der Frage. Jetzt kommen wir zu 2 Fragen, also die beziehen sich beide auf Fortnite. Ja. Erstmal die erste kommt von M.Talha8. Er fragt, findest du Fortnite oder PUBG besser und spielst du einen von den beiden? Ich persönlich finde Fortnite besser. Ich spiele auch PUBG, ich spiele beides. Aber trotzdem finde ich Fortnite besser. Ich finde da die Möglichkeit zu bauen und so einfach übelst nice. Und ja,
Das wäre dann die erste Frage zu Fortnite. Und die zweite Frage zu Fortnite kommt von Faruk-260. Er fragt, wie findest du die Idee mit der Ego-Perspektive in Fortnite? Also die Ego-Perspektive, die gibt es ja schon in PUBG. Ich persönlich würde die rauskommen, würde ich die persönlich nicht spielen, weil ich es einfach als Nachteil sehe, nichts mehr zu sehen von den anderen. Ja, darum finde ich die Idee nicht so nice. Also für die Leute, die es mögen, können es dann natürlich spielen. Aber das ist meine eigene Meinung. Ich finde die Idee nicht so nice. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, gleich zur letzten Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Okay, das war doch nicht die letzte Frage von gerade eben. Das ist jetzt die vorletzte Frage. Die kommt von f.göckhalb. Warum nicht Fener, sondern Gala? Da bezieht sich auf die zwei türkischen Mannschaften, Fenerbahçe und Galatasaray. Ich bin für Galatasaray, da ich die Mannschaft eigentlich viel besser mag. Ja. Und Fener nicht so mag. Also ist nicht so meins. Und alle aus unserer Familie sind Galatasarayler. Und ich mochte schon früher auch Galatasaray mit den Spielern damals, Felipe Melo und so. Also für die Leute, die sich erinnern können. Ja, darum ist meine Antwort. Also so ist meine Antwort. Ja, kommen wir aber jetzt gleich zur letzten Frage des Videos. Okay, kommen wir zur letzten Frage des Videos, auch zum Schluss des Videos. Und zwar kommt die von Mikael-1738. Er fragt, welche Stadt, wo du warst, fandst du bis jetzt am besten? Da muss ich ein bisschen überlegen. Also ich war in Barcelona, Berlin, Manchester und in Paris. Und halt in der Türkei in manchen Städten und in Holland. Aber ich glaube, ich fand am besten eigentlich... was fand ich am besten? Ich glaube, Barcelona war eigentlich wirklich nice. Also diese, hier sind so viele Fliegen. Dieses Konzept, was sie da haben, das mit diesen viereckigen Gebieten da, das ist eigentlich wirklich nice. Und Barcelona war echt wirklich eine schöne Stadt. Also die empfehle ich auch jedem mit dem Strand. Das ist einfach alles. Und im Sommer ist es, glaube ich, da noch krasser. Wir waren ja, glaube ich, so Richtung Osterferien oder so. Oder keine Ahnung, halt im Februar war das, ja. Das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Kommen wir dann zum Ende des Videos. Wir sind schon am Ende. Ja, schaut nächste Woche vorbei zu einem nächsten Video. Okay, hier sind zu viele Fliegen. Wir müssen schnell hier weg. Aber ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, sehen wir uns nächste Woche. Ciao.